All die sogenannten Wahnsinns-MCs. Heutzutage sind weak, jeder Part ist ne riesen Blamage auf Beats. Und dann sage die immer, Mann, ich bin hart wie Granit. Aber dabei ist ihnen ein Zahnarzttermin meist mental schon zu viel, yeah, Wort an mich selbst. Aber warum trägt die Scheiße bitte immer noch den Namen Musik? Hat sie gar nicht verdient, sie beleidigt diese wunderschöne Sprache zutiefst. Diese Rapper sind höchstens ein Karneval-G's. Keine Ahnung, wo denn deren Schamgrenze liegt. Sowieso verstehe ich von dem, was sie labern, nicht viel. Liebe Parts in einem Lied von Punjabi-MC. Und dann starten sie Beef, fangen an Drama zu spielen, sagen, dass sie ihr Gewissen Mann penetrieren. Wo sind da die Manieren? Ist ne Frage zu viel. Stellt sie deshalb gar nicht, denn das spart Energie. Und nach paar Wochen intensiver Paartherapie sind sie plötzlich wieder Homies und gemeinsam auf dem Cover eines Star-Magazins. Ist schon klar, was da liegt. Ihre heißgeliebten Meister even like die den Hörer, die verarschen sie mies. Man muss sagen, naja, dieser Plan ist gewieft. Und wenn man es ganz einfach nur als eine Form von ziemlich gutem Marketing sieht, dann sind sogar mal diese Schwachmaten-Genies. Und solltest du dir nun die Frage stellen, ob es wenigstens doch irgendwelche wichtige Lokalrapper gibt, ist die beste Antwort darauf immer, ja, es zu mir. Jeder Part sorgt für Adrenalin und ist schwarze Magie, die das Blut in den Adern gefriert. Denn er kam, sah und siegt, immer klar, hat gezielt MKK als Gebiet auf der Karte platziert. Das ist So Sorry 5, Junge, last but not least. Da du seit Jahren nur noch Streit hast mit dem Takt, hat jeder deiner Texte bisher nur ins Altpapier geschafft. Und dabei bleibt's, auch wenn du einfach immer weiter damit machst. Ich sag's dir gleich in einem Satz und hoff trotz deines schwachen Geistes auch bereits, dass du es raffst. Fass du das Mic noch einmal an, obwohl du nicht mal ansatzweise etwas kannst. Und meine Leidenschaft beleidigst mit dem Quatsch, den du da treibst, hat Toleranz auf einmal keine Relevanz. Und deshalb bleib mal auf Distanz, denn ich bin eigentlich ganz entspannt. Aber bei Wackness werde ich aggressiv, denn schlechter Rap auf Plastikbeats, der weckt einen echten Hass in mir. Der letzte Text, den ich von dir noch selbstverständlich akzeptier, beschränkt sich auf die Länge einer SMS mit hab's kapiert. Finger weg vom Mike, der Satz, du bringst so schlechte Leistung, ist wie Silvers Rap ist tight. Nur eine simple Untertreibung, ich bin immer noch der Meinung, dass die meisten deutschen Rapper an Behinderungen leiden. Bei dem Mist, den die so schreiben, da sie sich im Grunde gleichen, sind sie nicht zu unterscheiden. Alles Zwillinge, die sich nur um ein Stück vom Kuchen streiten und ein paar Klicks auf YouTube reißen, dass das stimmt, verwundert keinen. Nie was leichter, ohne irgendwelche Skills was zu erreichen. Also geh mir mal weg damit, denn was es im Netz so gibt, ist halt schlechter Witz, bei dem es nach meinem Empfinden noch nichts mehr zu lächeln gibt. Und solltest du glauben, dass alles, was heutige Stars produzieren, nur weil sie gerade die Charts dominieren, wäre der Wahnsinn, der macht mir das klar, dass hier gerade wohl nichts mehr zu retten ist. Traurig, aber wahr, der ganze Ausblick ist sehr schwarz. Alles nur saubeschissene Taugen, nicht sehr die glauben, sie wären hart. Dass sich das ändert, klappt nicht, denn ich mach das auch schon seit paar Jahren und hab da ausdrücklich erfahren, man wird durch Faulheit nicht zum Star, also sachte, sachte. Ich liege bislang bei einer Tiefen entspannt auf dem Beat wie am Strand, aus dem Briefe der Bank. Mein Genie wird verkannt, weshalb jeder Verdienst nur ins Minus gelangt. Doch ich gebe keinen Fick, denn ich bin keiner dieser Rapper, die gefeiert werden, aber sich dann scheinbar nicht verbessern. Ich mach lieber keine Patte damit, aber bin dafür auf einem Level, wo man diese ganze Scheiße nur belächelt, aber ziehen wir das glatt. Das Prinzip ist doch das, eure Videos sind krass. Doch der Rap, den ihr vierfach in diesen so macht, ist mit riesiger Quatsch, den ihr lieber mal lasst, noch nicht wirklich erfasst. Sie verdient dafür Klatsche. Immer wenn ihr euch dazu entschließt, damit wieder einen Beat zu misshandeln, nehme ich dieses Mic und werde dafür sorgen, dass ihr mir versprecht, es auch wirklich nie wieder zu machen. Tja, jeder will halt unbedingt schreiben, fürs Können wird das wohl als Grund niemals reichen. Egal wie viele Leute den Stumpf sind, noch halb in den du und deine Jungs da verbreiten. Ein Feature mit Silf kannst du dir von der Wunschliste streichen. Der Grund, du bist scheiße, da würden mich nicht mal vor 100 pro Zeilen zur Umsetzung reizen, weil so nicht mal Kids auf der Grundschule reimen. Silver, ein Opfer des Pechs, so nach Wodka und Backsach. Doch falscher Text, also nochmal, ich setz diese Messlatte da, wo du sie sicher nie erreichst, egal wie oft du dich streckst, aber sicher doch bockst du mich weg. Du warst im Konfliktbewältigung seit deiner Kindheit eigentlich doch immer schon ziemlich schlecht und jetzt pöbelst du auf Songs rum im Netz. Du bist wirklich ein besonderer Mensch, aber glaub mal nicht, dass du den Haufen schickst, von dem du laufen sprichst, mit diesem Aussehen kriegst. Du bist auf Tracks vielleicht der Player, aber Frauen mit Grips wissen, dass davon überhaupt nichts stimmt. Im Gegensatz zu deiner ständigen Betonung, dass du so viel kiffst und nur am Saufen bist. Ja, ich glaub gewiss, an der Behauptung ist schon irgendwie was dran, weil der Rap genauso klingt, was zu bedauern ist. Dabei interessiert mich nicht, was in dieser Szene gerade irgendwie von großem Interesse für die meisten ist, weil es interessiert nichts viel. Womit einer, der auf meinem Level rappen kann, am Ende wirklich zu begeistern ist, doch ist nicht. Weshalb ihr mir immer noch per E-Mail eure ganzen wirklich ziemlich schwache Zeilen schickt, du imponierst den Sinn. Höchstens wenn du leise bist und dieses Mic nicht nimmst. Es tut mir leid, doch ich hab da noch paar Nägel für den Sarg, in dem du liegst, weil dich wonach den ganzen Schlägen auch kein Arzt reanimiert. Yeah, die Lines, die du in Parts immer so fabelhaft zitierst, von denen du sagst, ich stamm von dir, waren schon vor Jahren antiquiert. Tut mir leid, dass deine Pläne dich am Markt zu etablieren wohl daran scheitern, dass es einfach keinen Arsch mehr interessiert, wenn du von Straße fantasierst oder auf Partys randalierst, weil du hoffst, dir sei Erfolg über Blamagen garantiert. Also stiehl mir nicht die Zeit mit deinem Niedergang am Mic, den du in E-Mails mit mir teilst, von wegen, hier Mann, hör mal rein. Meine Antwort darauf, ob ich dich mal featuren will, die bleibt wohl auch bei 4 Millionen Likes auf Social Media noch nein. Denn ganz egal, was für ein eigentlich guter Kern da in dir steckt, moralisch wäre das nicht korrekt, denn so erbärmlich wie du rappst, gibt es nur eine Sache, die ich von dir gerne einmal hätte, und zwar dein Herz auf einem Tablett, dann ist die Serie komplett, also. So sorry, ich kann aber am besten will nicht zusagen. So sorry, denn ich will mit Rappers nichts zu tun haben. So sorry, ich such einen anderen, ich mach meinen Scheiß nicht mit. Doch gibt ja genügend andere, die dafür geeignet sind. Tut mir wirklich leid, ich hoffe, dass du mir das verzeihst. Doch in meiner Welt gehörst du einfach nur mal nicht ans Mic. Und wenn du das nach dem fünften Teil durch Zuhören nicht begreifst, schlägt schon bald eine wilde Horde Silver Groupies auf dich ein.